einen Grund für diesen Irrsinn. So, komm her, Trottel. Ober. Ups. Ach, komm her, Specki. Bam, 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 bam. Ja, scheiße, ne? Wir haben hier leider Partisanen auf unserer Seite. So. Bam, bam, bam. Oh, hat er schon erledigt. Sehr schön. Alles klar, weiter geht's. Wir haben unser Ziel fast erreicht hier. Oh, da kommt er wieder nicht runter. Ja. Sowas passiert. So, kommt mit. Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Aha. Wir müssen diesen Gotteslästerer machen. Hilfe! Tja, scheiße sowas, ne? Zack, zack. So, der kriegt noch aufs Maul. Das dürfen wir ja nicht zulassen. Nachher geht er noch hops hier. Ja, verkackt, ne? Ich meine, Assassinen sind genauso wie ich. So, was kann ich hier einkaufen eigentlich noch gleich? Rauchbombenbeutel. 8000? Nee, bisschen zu teuer ist mir das. Römestein sieht auch ganz cool aus. Kann ich... Oh, hier kann ich rein investieren. Geil. Investiert. Nice. Das bringt einiges. Brachte einiges. Jetzt schlägt das Volk zurück. So, dann viel Spaß, liebe Wachen. Oh, so viel dazu. Sehr schön. Ich würde sagen, hier lang, hier lang. Und dann hier durch die Gassen. Hier sind keine Wachen gerade in der Nähe. Kann ich ein bisschen sprinten. So, und dann bleibst du mal ganz kurz hier. Ja. Und tschüss. So, Moment. Wo haben wir es? Da haben wir es. So, viel Spaß. Was? Wo? Wer? Ja, der kann mich vor allem auch sehen. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Hä? Gut, der ist noch... Ich rede mit dir! Mach dir das mal kurz. Metzeln sie die da einfach ab. Geil. Hier komme ich! Oder auch nicht. Nice. Alter, die haben ja mal eben 5, 6 erledigt. 1, 2, 3, 4, 5. Bestimmt. Geil. So. Los geht's. Dann komm mal mit. Hier lang. Fürchtet dieses böse, wilde, tollwütige Tier.
Dann hier lang und wir sind da. Immer wieder schön. So, sehr gut. Dann komm mal her. So, jetzt kannst du nicht sagen, dass da noch Wachen sind. Geht doch. Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Okay. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider habe ich kein Geld. Na, das ist ein bisschen hier scheiße, ne? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Ja, aber auch nur beinahe. Ah, sehr schön. Nice. Ja, gut, hab ich. Gut, einen Schmied brauche ich, bevor ich's vergesse. Dahin gehe ich jetzt einfach. Dahin könnte ich auch, das stimmt, aber ich will jetzt dahin gehen. Weil ich den eh noch nicht habe, kann ich ihn gleich noch kaufen. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, das mit den Assassinen-Lehrlingen, das ist richtig geil. Richtig, richtig geil. Macht wirklich Spaß. So, hier hoch muss ich. Um noch ein paar Missionen zu verteilen. Interagieren wir. Wie sieht's denn aus? Schulgeld war erfolgreich. Sehr schön. Sehr schön. Assassinen. Er ist auch Stufe 6 jetzt. Dann kriegt er mal ein bisschen Rüstung. Bisher hat er nämlich nur hammermäßig heftige Waffen. Ansonsten noch gar nichts. In 4 Minuten sind die wieder da. Sehr schön. Alles klar. Da fehlen noch 180. Dann kriegt sie das syrische Schwert. Okay. Aufträge. Wo gibt denn was? Calicut. Ja, das darf sie machen. Und los. Wie lange dauert? 6 Minuten? 8 Minuten. Ja, okay. So, in Paris. War das Paris? Ja, da ist noch eines. Und los geht's. Moskau hatten wir da nicht auch? Okay. Das könnte ein bisschen schwierig werden. 12% jeder? Ne. Das schaffe ich noch nicht. Ich behalte den die restlichen Assassinen noch. Trinkt einen Schluck und mache mich weiter auf den Weg zum Schmied. Und jawohl. Meins. Roms Einkommen auf 9000 gestiegen. Nice, nice. Noch 5 Schmiede fehlen. Rüstung kann ich ja noch nicht, aber alles reparieren, jawohl. So, Munition, Investition, ach, hier gibt's gar nicht den Auftrag. Ach so, kann ich erst wieder in 14 Minuten machen. Okay. Ein Vergnügen, Signore. So, eine Sache gucke ich noch kurz. Und zwar suche ich jetzt nach einer Bank, damit ich das Geld mal abheben kann. Damit ich ordentlich Kohle habe. Aber ich sehe keine. Doch, da ist eine. Die ist aber ziemlich weit weg.
Ist das da nicht auch eine? Eine Bank. Jawohl. Es fehlen nur noch drei Banken. Cool. So, dann geht's wieder in die andere Richtung. Oh, ist da ein Künstler? Ne, den hab ich schon. Bob. Oh, ein Steckbrief. Wie schön. Tja, so viel zu dir. Oh, cool. 21 von 101. Fehlen ja nur noch 80. Gerade soeben noch festgehalten. Mit letzter Kraft. Dico. Ja, ich würde sagen, ich heb mal das Geld ab. 22.000. Vielleicht hole ich mir auch das dicke Schwert hier. Da ist doch direkt ein Schmied. Dann gucke ich doch mal, ob ich mir das dicke Schwert leisten kann. Oder aber die Armbrust alternativ. Eins von beiden hole ich mir jetzt, je nachdem. Also wenn es die dicke Waffe gibt, aber... Nein, wo war das denn noch? Da, Spadone. Da 4.000. Gut, dann die Armbrust. Jawohl. Armbrust. Die Armbrust. Ihr werdet sehr zufrieden. Wie viel Bolzen kann ich dann da mit mir tragen? Ja, ja. Schon klar, dass du das weißt. 15 Bolzen habe ich. Ja, bye bye. Hi. Munition, wie sieht's denn da aus? Armbrustbolzen, 15 Stück. Wurfmesser kann ich jetzt ja auch 15 Stück tragen. F drücken, halten um Ziel. Okay, alles klar. Standardmäßig also. Santi Apostoli. Dieses frühe römisch-katholische Gebäude wurde von Papst Pelagius dem Ersten zur Feier von Narses Sieg über die Ostgoten errichtet. Wie viele andere Gebäude auch, wurde es beim Erdbeben von 1348 schwer beschädigt. 1417 wurde es von Papst Martin V. wieder aufgebaut und später von Papst Clement XI. Noch einmal. Trotzdem will ich in die Map, also auf die Map zugreifen. Und die Markierung da wieder deaktivieren. Genau. Ja, und dann Erinnerungsanfang und so, ne? Oh, ein Feuerspucker, cool. Ja, und auf der anderen Seite wieder runter. So mache ich das. Okay, hier sind wir jetzt. Ja. Ich hab 3.000. 3.000 schuldet der ihm nur. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Ja. Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Gut, dann folgen wir ihm mal zum Bankier, wer nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Ach du Scheiße, okay. Oh, was haben wir hier? Plündern. Ganz ehrlich. 20, Alter, der ist ja arm. So. Ab jetzt gilt es, nicht den Boden zu berühren. Hopp, hopp. Ja, so viel dazu. Scheiße, ey. Das lief ja schon mal grandios schief. Hopp, hopp. Oh, oh, da ist eine Flagge.